Schön. Das ist eine Spüle. Wir nehmen erstmal hinten die Topflappen mit, wenn das geht. Nehmen Topflappen. Danke. Nehmen Handtücher. Nanu? Die sind ja an der Hintergrundgrafik festgenietet. Sachen gibt's. Gehe zu Speiseplan. Heute ist Wünsch dir was Tag. Und hier werden offensichtlich die Wunschgerichte den Sitzplätzen zugeordnet. Aber noch ist der Plan leer. Benutzen? Unsere Gruppe schaut mit Topf. Darauf lässt sich leider nicht herumkritzeln. Schade. Gehe zur Tür. Gehe zur Tür. Der Speiseplan, hui. Ketchup, Senf, na, das nehmen wir doch mal mit. Ketchup E001, Cadmium, Tomatenersatzstoffe aus Uranrückständen. Ketchup für Kinder unzugänglich aufbewahren. Ketchup ist kein Lebensmittel und nicht zum Verzehr geeignet. Cool. Kann man das mitnehmen? Was haben wir jetzt hier noch an Senf? Senf E005, E007, Benzolsäure, Kerosin. Warnung, leicht entflammbar. Senf nur für die Viehzucht oder für die Bundeswehr. Wie schön. Mitnehmen. Wo geht's hier hin? Der große Deuter Jung. Warte. Der Beste, der Größte, der Patron aller Besserwisser. Und Dr. Marcel. Ein geschöntes Bild von Dr. Marcel. Was haben wir hier? Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Da kommen nur die ganz Kaputten hin. Gehen wir trotzdem mal rein. Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da sprachen, sind die auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Selbst wir, wie wir hier sitzen, sind nichts weiter als... Warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie nicht teilnehmen. Wo bekomme ich die Anmeldung her? Wo bekomme ich denn so eine Anmeldung her? Jetzt noch. Viel Glück. Die Anmeldungen lagen vor Monaten aus. Mittlerweile sind die Formulare bestimmt nach unten ins Aktengrab gewandert. Ich wollte sowieso nicht teilnehmen. Dann muss ich Sie bitten, uns allein zu lassen. Aber... Und machen Sie die Tür hinter sich zu. Schon gut, schon gut. Ist Poki nicht der... Der braucht die schon. Ah, schön. Ist Poki nicht irgendwie der Entwickler? Also, der Mitzeichner, warte, war ich nicht so, gell? Gut, wenn hier nichts mehr ist, gehen wir hier wieder raus. Dann gehen wir durch die Tür. Ah, dann kommen wir hier raus, schön. Was haben wir jetzt noch? Eine Pflanze. Ansehen, Pflanze. Nett. Irgendwie pflanzig. Kann ich die mitnehmen? Ich bin ein Flüchtling, kein Innenausstatter. Benutzen... Messer, Schere. Benutzen... Ding ist hier. Auch nicht, okay. Gehen wir mal zur Tür. Oh oh. Hey! Ah. Dir ist nicht erlaubt, hier frei rumzulaufen! Ich habe eine Sondergenehmigung. Ich bin nur zu Besuch. Ich bin die Neue gar nicht da. Ich habe mich nie gesehen. Ich bin gar nicht da. Du hast mich nie gesehen. Immer dieselben Sprüche, Fräulein Edna. Der Doktor sollte weniger gründlich sein, wenn er dir das Gedächtnis löscht. Du kommst jedes Mal mit denselben Ausreden. Was noch? Du hast eine Sondergenehmigung? Du bist nur zu Besuch. Oder nein, warte. Du bist der Neue, richtig? Richtig? Ich habe es so... Alarm!
entflohener Patient! Was gibt's? Na was wohl? Eine entflohene Patientin! Wo sind denn die anderen? Sind Stiesel und Holger nicht da? Müsstest du das nicht wissen? Ich sitze den ganzen Tag hier. Ich bekomme nicht mit, was sonst so vor sich geht. Aber offensichtlich steht ja die ganze Bude Kopf, seitdem der Doktor weg ist. Es ist nur, ich hatte noch nie einen Flüchtling. Ist ja schon gut. Ich sperre sie einfach zu den anderen. So verkehrt wird das schon nicht sein. So, und hier bleibst du, bis der Doktor wieder da ist. Ah, oh, die kenne ich doch, ja. Das habe ich wohl vermasselt. Egal. Wer ist denn das? Ein Traum von einem Mann. Ob er wohl eine Freundin hat? Keine Ahnung, reden wir doch mal mit ihm. Hallo. Drogelbecher. Ist das dein Name? Drogelbecher. Darf ich da nicht rein? Drogelbecher. Aber ich brauche eine Audienz beim König. Drogelbecher. Schade. Was für ein Kerl. Wenn ich ihn doch nur irgendwie beeindrucken könnte. Wer ist das? Da steht ein alter Mann mit Aluminiumumhang am Fenster. Reden wir mal mit ihm. Hallo. Hallo, junges Fräulein. Warte, bleib da stehen. Kein Zweifel. Du bist anders als die anderen. Deine Aura ist hochenergetisch. Wer bist du? Wo kommst du her? Ich bin Edna. Ich komme, spiel keine Rolle. Ich will nur fort von hier. Ich bin Edna. Wo ich herkomme, spielt keine Rolle. Ich will nur fort von hier. Ja, dein Freiheitsbestreben ist groß. Dein Chi fließt nicht, es strömt. Zu lange wurdest du gemaßregelt, zu lange zurückgehalten. Die Dämme brechen, der Vulkan bricht aus. Wow, gut geraten. Was führt dich zu mir, Edna? Wer bist du? Na, was du? Warum bist du so angezogen? Wir wohnen in der Kissenburg. Wer wohnt in der Kissenburg? Du meinst König Adrian. Genau. Ein interessanter Fall. Ehrlich? Er wurde vom Blitz getroffen und hat seither einige Fähigkeiten entwickelt. Tatsächlich unterstützt dieser Vorfall einige meiner Theorien. Was sind das für Theorien? Was sind das für Theorien? Ich habe einige Theorien zu König Adrians Fall aufgestellt. Der Blitz traf ihn und plötzlich hatte er hellseherische Fähigkeiten. Ich weiß noch nicht genau, wie ich meine Theorien nennen soll. Zur Auswahl stehen psychokinetische Leitfähigkeit durch Stromeinwirkung, elektrostatische Psi-Erweiterung, starkstromgenerierte Präkognition. Oder das Glück ist nicht immer mit den Dummen. Warum nennt man ihn Warum König? Warum nennt ihr ihn König? Nun, das war der Einsatz bei einer Partie Fang den Hut. Wir waren so naiv, dass wir dachten, wir könnten ihn schlagen. Der Bienenmann hatte eine Strategie entwickelt. Der Kontrolleur ein unfehlbares System ausgearbeitet. Professor Nock hatte uns mit aufputschenden Psychopharmaka versorgt. Ein Jahr hatte er sich die Tabletten vom Mund abgespart. Petra hatte sogar eine Choreografie geschrieben. Aber es war alles umsonst. Naja, es hätte uns schlimmer treffen können. Man denke nur, Petra hätte gewonnen. Jeden Morgen Sit-Ups und Liegestütze, oh nein. Was sind das für Fähigkeiten? Er sieht Dinge, bevor sie geschehen. Wow. Kein Wunder, dass er euer König ist. Das muss ihm unendliche Macht verleihen. Und ob. Auf diese Weise gewinnt er jedes Mal beim Halma. Ja, aber darüber hinaus. Auch beim Scrabble. Aber die Möglichkeiten... Du sagst es, das ganze Regal ist voll mit Gesellschaftsspielen und Adrian gewinnt sie alle. Er hat sogar den Puzzle-Wettbewerb gewonnen. Der Gewinn war eine Medaille aus echtem Gold.
Lass uns über was anderes reden. Sprechen wir über was anderes. Wer bist du? Was genau machst du da? Warum bleibst du so angezogen? Ich habe meine Frage zu Ken Chatrian. Kennst du einen Weg hier raus? Kennst du einen Weg hier raus? Draußen und drinnen sind nur zwei Aspekte desselben Sachverhaltes. Wie die beiden Seiten einer Münze. Sei weder drinnen noch draußen, Edna. Sei einfach. Kann ich den Kleiderbügel haben? Kann ich den Kleiderbügel haben? Eigentlich widerstrebt mir ja das Konzept weltlichen Besitzes. Den Kleiderbügel brauche ich aber leider dringend. Zum einen, weil er meine Antenne in den Äther ist. Zum anderen habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Ja. Ich muss langsam mal weiter. Pass auf dein Karma auf. Drogelbecher! Was? Aber ich brauche eine Audienz beim König. Drogelbecher! Na gut, das sehe ich ein. Muss mir irgendwie bei ihm Respekt verschaffen. Mit Ketchup? Benutzen Ketchup hier. Ich habe ein Geschenk für dich. Eine Tube Ketchup. Drogelbecher! Oh, das leuchtet ein. So eine Figur kommt ja nicht von allein. Benutzen Senf. Ich habe ein Geschenk für dich. Eine Tube Senf. Drogelbecher! Oh, das leuchtet ein. So eine Figur kommt ja nicht von allein. Benutzen Gabel. Ich habe ein Geschenk für dich. Eine Gabel. Drogelbecher. Nein, Löffel waren aus. Drogelbecher. Ich weiß. Benutzen Messer. Ich könnte ihm nie etwas zuleide tun. Ach, Edna. Ein paar Becher? Dies ist ein Wasserbecher, kein Drogelbecher. Benutzen. Lecker! Und dazu noch dieses famose Zischen, wenn der Zucker den Zahnschmelz anlöst. So war das jetzt eigentlich nicht geplant. Danke. Benutzen Polizeimarke? Halt! Sonderkommissariat des Paraornithologischen Dezernats der Bundespolizei. Wachtelmeister Edna. Drogelbecher? Natürlich kann ich mich ausweisen. Drogelbecher. Und ob? Kann ich dann jetzt zum König? Drogelbecher. Cool. Ich meine, danke. Okay, das ging zu einfach. So, so. Meine Späher haben mir berichtet, dass du kommen würdest. Dass eine neue Macht im Osten des Aufenthaltsraumes sich erhebt, um mich und mein Königreich zu stürzen. Wovon redest du? Da hast du es also geschafft, meine Wachen zu überwinden. Der arme, der treue Drogelbecher. Ich werde ihn mit deinem Blut rächen. Was? Aber, oh, weh, oh mir. Meine Hand ist schwach. Kaum kann sie mein Schwert noch führen. Bin ich im falschen Spiel gelandet? Bevor du aber an dich reißt, was mein Geschlecht seit Generationen aufgebaut. Mein Schloss, meinen Thron und meine goldene Medaille aus dem Puzzlewettbewerb. Musst du mich im geistigen Zweikampf bezwingen. Bist du bereit? Ich will deinen blöden Thron nicht. Ich will deinen blöden Thron nicht. Wenn das eine List sein soll, ich
warne dich. Ich habe hellseherische Fähigkeiten. Wirklich? Und? Oh, frag mich was.